Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video. Wie ihr schon gesehen habt, wir waren wieder shoppen und ich habe da so einige Sachen entdeckt und ein paar Geschäfte haben wir abgeklappert. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Dann geht es jetzt auch schon los. Genau, also wir waren in verschiedenen Geschäften, unter anderem beim DM, beim Rossmann, wir waren beim New Yorker, da wollte ich nochmal vorbeischauen und mir mal ein paar Sachen noch zulegen, denn ja, seit der Schwangerschaft, beziehungsweise seitdem die Kleine auf der Welt ist, hat sich leider meine Kleidergröße ein wenig verändert und ich muss jetzt halt erstmal ja, wieder ein bisschen trainieren und auf mein Standardgewicht wieder kommen, so wie es vorher war. Und ja, daher brauchte ich noch unbedingt ein paar Hosen. Und ja, dann fangen wir mit den Produkten vom DM an. Und es geht los mit diesen Ölfeuchttüchern hier von Baby Love. Ja, die liebe ich ja. Die habe ich ja schon öfter mal mitgezeigt. Die sind einfach perfekt, um halt den Intimbereich unserer Tochter sauber zu machen. Ja, das super Schöne ist halt, dass hier halt so ein leichter Ölgehalt mit dabei ist. Und so halt alles problemlos, ohne Schrubben und großartigen Kraftaufwand. Und das Schöne ist halt, durch diesen Ölfilm ist die Haut auch, oder wird die Haut auch gleich gepflegt. Und man muss nicht zwangsweise den Körper einölen oder eincremen. Im Intimbereich trage ich natürlich trotzdem immer noch eine Wundschutzcreme mit auf. Und da wir die so oft verwenden, habe ich gleich drei Packungen mitgenommen. Denn man kann davon nicht genug haben und die gehen halt wirklich sehr schnell bei uns leer. Dann als nächstes zwei Packungen Trockentücher. Die kennt ihr auch schon von meinen Videos und die nehme ich auch immer wieder mit. Und da habe ich jetzt gleich zwei Packungen mitgenommen. Die brauchen wir auch sehr oft, um dann halt den Windelbereich halt wieder trocken zu bekommen, dass halt wirklich keine nassen Rückstände bleiben und. Also sehr vielseitig. Und die sind halt stabiler als normale Kosmetiktücher und auch ein Stück größer. Und das habe ich auch schon öfter mal gezeigt, dass hier dieses kleine Fenster ist. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Ich zeige euch das mal bei dieser Variante. Und genau, hier sieht man es. Und hier kann man das einfach mit abreißen und sieht dadurch auch noch, wie viele Tücher in der Box hier noch mit dabei sind. Dann eine Zahnpasta und die kennen wir auch noch nicht, die wollen wir jetzt mal ausprobieren. Das ist die von Blendermed und das ist die 3D White Deluxe oder 3D White Luxe. Und wie man hier sieht, hier ist Aktivkohle mit dabei und ich denke mal, dass die Zahnpasta dann auch so ein bisschen grau-schwarz aussieht. Und das soll das Ganze halt noch ein bisschen mehr aufhellen, dass die Zähne richtig schön weiß werden. Hier steht auch entfernt Verfärbungen für weißere Zähne, selbst zwischen den Zähnen, also Zahnzwischenräume. Ich bin mal ganz gespannt. Ja, ist bestimmt mal nicht schlecht. Mal was Interessantes, mal was anderes. Dann, weil wir ja jetzt in den Urlaub fahren und ich denke mal, wenn ihr dieses Video hier seht, dann sind wir schon im Urlaub. Und daher brauchten wir noch ein Sonnenschutzmittel. Da haben wir jetzt dieses Sun Dance genommen. Also das ist die Eigenmarke vom DM. Ein Lichtschutzfaktor 30 und das wird dann auf die Haut aufgesprüht. Ist halt viel praktischer, als das Ganze so normal einzucremen. Und da hatten wir ja beim letzten Video, hatte ich das euch glaube ich schon mal mitgezeigt. Da hatte ich schon eins von der Firma, ich weiß gar nicht wie das heißt, aber Hawaii und mit Kokosduft. Als nächstes Abschminktücher, die verwende ich auch ganz gerne und das sind diese hier von Balea mit einem Grapefruitduft. Ist richtig toll, vor allem in Kombination mit meinem Grapefruitwasser von Unique, was ihr ja schon kennt. Und ist eine super Kombination, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es geht weiter mit den Produkten vom Rossmann und da kommen wir schon mal zu den Windeln. Denn die Windeln hole ich halt nur noch beim Rossmann und auch die Eigenmarke, weil ich damit sehr zufrieden bin und unsere Tochter die gut verträgt und vor allen Dingen auch alles schön trocken bleibt. Und wir waren ja jetzt noch bei der Größe 3 und ich habe jetzt schon mal die Größe 4 organisiert. Und das ist hier so eine limitierte Version und total witzig. Das ist so ein Design. Zebra und
Leoparden-Look. Ich kann das ja mal hier umdrehen, dann könnt ihr das hier oben mal so gut sehen. Und es ist total witzig. Also ich freue mich schon, wenn sie die dann mal anbekommt. Da sind jetzt 40 Stück drin und hat ungefähr 5 € gekostet. Dann habe ich leider vergessen mit zu erwähnen, beim DM haben wir noch diesen Beißring hier mitgenommen. Davon hat sie schon einen in einer Sternenform in Gelb. Und weil sie das Ding so liebt, also wir packen das ja mittlerweile in den Kühlschrank oder halt auch mal Tiefkühlfach, weil sie momentan, also das geht jetzt halt los, dass sie halt Schwierigkeiten hat mit ihrem ja, Zahnfleisch, also die Zähne schießen jetzt durch und die Zähne schießen jetzt halt richtig rein in den Kiefer und das drückt halt und das ist unangenehm. Und demnächst werden dann auch die ersten Zähnchen kommen. Und daher habe ich jetzt gesagt, wir holen noch ein zweites, dann können wir immer wechseln, denn sonst müssen wir halt immer warten, bis das eine wieder kühl ist. Und ja, in dieser Version, ich glaube, das soll ein Pinguin sein, ich weiß es gar nicht so genau, sieht aus wie ein kleiner Pinguin. Dann geht es jetzt aber weiter mit den Produkten vom Rossmann. Und da habe ich dann noch ein Rapsöl mitgenommen, extra für die Beikost. Und zwar fangen wir bald an mit der Beikost, also jetzt noch nicht, aber ich wollte das Öl hier schon mal da haben, dann habe ich das schon mal zur Sicherheit da, wenn es denn soweit ist. Und da steht jetzt auch nochmal, das ist wohl ab dem 4. Monat möglich und wir fangen jetzt aber erst später an, denn wir wollen halt nicht zu früh mit dem Thema anfangen und es sind jetzt halt auch noch ein paar Sachen dazwischen und daher müssen wir das so ein bisschen auch in die Länge noch ziehen und noch ein bisschen damit warten. Dann haben wir wieder den Bio-Fencheltee von Hip mitgenommen. Der ist einfach, finde ich persönlich, am besten unter den Fencheltees für Babys. Wir haben ja jetzt schon den vom Rossmann und den vom DM ausprobiert und den finde ich aber einfach noch besser. Dann haben wir die beiden Drogerien auch schon erledigt und dann kommen wir jetzt zu den Produkten bzw. zu den Kleidungsstücken vom New Yorker. Und ich packe hier einfach mal aus. So, ich habe 2 Hosen gefunden. Zum einen diese hier. Die sieht natürlich jetzt auch so ein bisschen größer noch aus auf dem Bild. Und die ist super bequem. Das ist halt so ein Stoff. Und hier ist das so niedlich noch umgekrempelt. Die gab es, glaube ich, noch in anderen Farben. Also ich glaube auch in Schwarz. Ich glaube auch in Grüntönen, Rosa. Und die hat jetzt 8 € gekostet und auf jeden Fall super bequem. Dann haben wir hier die zweite Hose, auch wieder eine kurze Hose. Die hat auch 7 € gekostet und die ist in so einem Olivgrün und hat hier auch noch so niedliche Täschchen. Und das ist eigentlich so eine tolle Farbe. Also die steht mir eigentlich sehr gut. Und ziehe ich auch gerne an so Olivfarben oder Khakifarben oder auch Brauntöne. Und ja, da freue ich mich, dass ich auf jeden Fall jetzt 2 neue Hosen gefunden habe. Und zu guter Letzt, weil ich Disney so gerne habe und ich fand die anderen T-Shirts halt nicht so prickelnd, sage ich mal. Also es sah mir ein wenig dann doch zu kindlich aus. Das wollte ich dann doch nicht so unbedingt. Habe ich dann dieses T-Shirt hier noch gefunden. Und ich finde, das ist total schön. Also ich mag natürlich auch die lieben Charaktere natürlich, also die Disney-Prinzessinnen und so weiter. Ich muss das mal hier so hinterhalten. Aber irgendwie finde ich, haben auch die bösen Charaktere was. Also ohne die bösen Charaktere wäre es ja auch nicht mehr Disney. Und hier haben wir halt die verschiedenen Bösewichte. Die Königin, die böse Königin von Schneewittchen hier oben, daneben Maleficent, dann haben wir unten Cruella de Vil und Ursula ist auch noch mit da unten zu sehen von dem Film Ariel. Ich finde das total schön. Das sitzt auch ein bisschen luftiger und das fand ich jetzt doch noch angemessen. Also das sieht dann nicht ganz so kindlich aus. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber ich wollte es halt einfach nicht so unbedingt. Und deswegen habe ich dann mich für dieses hier entschieden. Es gab auch noch andere Motive wie Mickey Maus, Minnie Maus, Disney-Prinzessinnen und solche Sachen. Also mal schauen, ob es die noch beim New Yorker gibt. Kann ich euch natürlich nicht sagen. Einfach mal vorbeischauen. Ich glaube, die lagen auch so in der Preisklasse zwischen 5 und 10 €. Das hat jetzt hier 8 € gekostet.
Und ich bin sehr zufrieden mit meinen neuen Kleidungsstücken. Und dann kommen wir jetzt noch zum Schluss zu den Produkten vom Teddy und vom Kick. Leider kann ich euch gerade nicht mehr hundertprozentig sagen, was von wo ist. Denn hier bei uns in der nächstgelegenen Stadt oder Ortschaft, da hat jetzt oder haben jetzt die beiden Geschäfte gerade neu geöffnet, also Teddy und Kick. Ist also noch ganz neu und alles noch super toll sortiert. Da habe ich mich total gefreut, dass wir jetzt hier auch sowas haben. Und daher habe ich jetzt da so ein paar Sachen noch mitgenommen. Unter anderem habe ich Sticker gefunden. Ist leider so ein bisschen geknickt. Und ich fand, die passten jetzt so gut zu dem ganzen Thema Kosmetik und Beauty. Und ich musste sie einfach mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wann die mal zum Einsatz kommen. Und ja, hier haben wir so einen kleinen Lippenstift. Und hier haben wir Lavendel. Was haben wir hier denn noch? Hier hinten haben wir noch einen Lipgloss. Spiegelt so ein bisschen. So. Und ich finde es echt so schön und so niedlich. Und ich mag ja dann teilweise auch so eine kitschigen Sachen. Deswegen musste das hier auch nochmal mit. Als nächstes habe ich Farbe gefunden. Und das ist nachtleuchtende Farbe. Und ich habe das vorher so noch gar nicht gesehen gehabt. Und ich finde es echt so cool, dass es sowas gibt. Und ich weiß noch nicht genau, was ich daraus mache, aber irgendwas werde ich daraus auf jeden Fall basteln und zaubern. Ja, und für 2 Euro finde ich das echt toll. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich gut ist, die Farbe. Und ja, mal schauen, was daraus noch so entsteht. Dann sind mein Freund und ich auch so teilweise noch so kleine Spielkinder, was sie natürlich jetzt wieder widerspricht mit meinem Disney-Shirt. Aber ihr wisst wahrscheinlich, oder was ich meine. So, wir haben uns für den Urlaub Wasserpistolen gekauft. Die haben jetzt nämlich nur 1 € gekostet und wir haben sie entdeckt und ich habe gesagt, wollen wir die nicht mitnehmen? Ich finde das irgendwie toll und ich hatte schon so lange sowas nicht mehr in der Hand, also wirklich als Kind irgendwann zuletzt. Ich habe mir eine in Lila ausgesucht, Lila Pink. Perfekt, die Unique-Farbe. Und mein Freund ist ja ein Orange-Fan, also der liebt ja die Farbe Orange und hat sich dann diese hier ausgesucht, Orange-Blau. Und ist natürlich eine schöne Erfrischung und mal gucken, was wir da so für Blödsinn im Urlaub noch machen werden. Und vor allen Dingen bietet sich das auch an, denn meine Nichte ist ja auch mit dabei und ich denke mal, die wird auch ihren Spaß damit haben. So, es geht weiter. Ich bekomme jetzt leider das Teil hier nicht so ganz mit aufs Bild. Und das ist ein Hula-Hoop-Reifen. Da das Teil hier natürlich vom Teddy oder Kick ist, ich weiß das gerade, wie gesagt, nicht mehr so genau. Ihr seht jetzt halt nur mal so die Farbe, ist halt ein Hula-Hoop-Reifen. Schätze ich mal, ist es jetzt natürlich nicht das Hochwertigste, das ist natürlich klar. Der hat nur 3 Euro gekostet. Ich habe mir gedacht, ja, als ich möchte einfach so ein bisschen wieder in Bewegung kommen und einfach mal versuchen, so ein bisschen Hula-Hoop mal mitzumachen. Es gibt natürlich weitaus bessere Hula-Hoop-Reifen, wo man richtig trainieren kann. Ich denke mal, das ist gar nicht hier so gegeben, aber ich habe es halt einfach just for fun, zum Spaß, mir einfach mal mitgenommen. Und ich bin mal gespannt, ob ich damit auch so ein bisschen trainieren kann. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Sachen und das sind Wandsticker, die ich einmal hier mitgenommen habe. Ich muss die mal hier aufs Bild bringen. Ich zeige euch die mal. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Ich habe mir gedacht, die kommen jetzt hier noch mit hinten an die Wand. Also hier hinter mir soll das Ganze noch mit angebracht werden. Ich werde hier so ein bisschen noch mal umdekorieren und umräumen. Ja, 3 Euro haben die Wandsticker gekostet. Das sollen Kirschblüten darstellen mit so kleinen Piepmätzen. Und ich fand es echt total schön. Ich wollte eigentlich was in Lila mitnehmen, aber leider gab es da nicht so das, was ich mir eigentlich erhofft habe oder hatte. Und so habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und zu guter Letzt, das ist ein bisschen schwieriger oder schwerer, ich hebe es aber hier mal mit an. Das ist schon wieder wie geschaffen für mich oder für meine Unique-Ecke. Das ist dieses Wandregal. Das hat 3 Fächer und so sieht das aus. Und hier hinten sieht man es ganz gut. Hier sind so eine Teile zum Befestigen. Und das kommt dann auch noch mit hier hinten mit ran. Und da kann ich natürlich auch meine Produkte mit draufstellen. Und das ist so praktisch und so schön. Und das sieht bestimmt richtig toll aus, wenn wir das hier so mit anbringen. Ich kann es ja mal hier so ranhalten.
So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und mal schauen, wie das hier auch noch mit der Lichterkette wird. Also ich muss mal gucken. Das wird hier alles so ein bisschen umgemodelt und umgebaut. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Also es waren halt so ein paar Geschäfte, die wir abgeklappert haben. Viele unterschiedliche Sachen. Und ich freue mich. Ich muss das Ganze jetzt hier erstmal verräumen. Das liegt jetzt hier um mich herum verteilt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr so die DM-Gänger seid oder Rossmann oder wie es aussieht mit Teddy und Kick. Das ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Und falls ihr noch eine Frage haben solltet zu einzelnen Produkten, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann lasst mir gerne noch ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und dann verpasst auch keine Videos mehr von mir. Drückt gerne noch auf die Glocke und so werdet ihr auch immer schön benachrichtigt, wenn neue Videos von mir erscheinen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!